Und so sieht es jetzt am Strand aus. Gegenüber dem letzten Mal wesentlich unruhiger, das Wasser. Klar, von der Aussicht, ne, auch kein Vergleich. Aber ich bin trotzdem froh, schon wieder hier zu sein. Es ist jetzt erst 2 Wochen her, wo ich hier war. In den letzten 2 Wochen bin ich viel bei uns gefahren. Deswegen gab es da auch keine Videos zu, weil rund um Möhnesee, die Ecken kennt ihr alle schon. Und unsere Bauernschaft auch. Und da habe ich die Fahrten einfach mal so genossen, ohne zu filmen. Ist auch nochmal ein ganz anderes Fahren, als wenn man die ganze Zeit die Kamera zusätzlich benutzt. Ja, ich werde jetzt erstmal zurückgehen zum Bulli und mir einen Kaffee kochen und mal schauen, ob das wirklich im Laufe des Vormittags aufklart. Ist erst 8 Uhr jetzt, also daher abwarten. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch drauf ist. Gerade der Rettungswagen von der Johanniter hier vorbeigefahren oder Krankenwagen. Oben auf der Promenade selber ist gerade ein Polizeibulli hergefahren, so ein Mannschaftswagen, so ein kleiner. Hoffen wir erstmal, dass da nichts weiter passiert ist. Ja, hier kommt der nächste, ist die Feuerwehr. Scheint wohl doch was zu sein. Ja, wieder zurück im Bulli. Solange das jetzt draußen noch ein bisschen aufklart, werde ich mich dem Buch hier wieder eine Zeit lang beschäftigen bzw. lesen. Das ist übrigens aus diesen öffentlichen Bücherregalen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt in euren Städten. Da kann jeder Bücher reinstellen bzw. bis zu 3 Stück rausnehmen. Das Ganze ist kostenlos. Und auf allen Touren schaue ich immer, wenn so ein Kasten ist, und nehme mal 1-2 Bücher mit, lese die, egal ob gut oder schlecht. Man liest es dann halt zu Ende. Aber ich sag mal so, 90% der Bücher waren echt in Ordnung bis jetzt. Ja, ansonsten sieht man ja hier, ne? Frühstück habe ich schon hinter mir. Und den Rest hier im Bulli kennt ihr jetzt mittlerweile, glaube ich. Die Kissen könnten neu sein. Seit dem letzten Mal. Aber sonst nicht ganz viel. Ich habe jetzt das Panel hier abgenommen am Fenster. Da kommt das Licht schön rein zum Lesen. Und das werde ich jetzt auch erstmal tun. Ein wenig lesen. Das letzte Mal habe ich ja geschätzt, wie warm das Wasser war vor 2 Wochen. Heute schreiben sie sogar 15 Grad, Luft 13 um 9 Uhr. Habe ich gar nicht so verkehrt gelegen das letzte Mal mit der Schätzung. Und hier kommen sie schon wieder. Aber das Ganze ist hier nur für so einen Stadtlauf. Deswegen die ganze Zeit Polizei und Feuerwehr. Und hier kommen auch die ersten Läufer schon. Ist natürlich das optimale Wetter dafür. So, jetzt sind die Läufer alle durch. Ein Grömitzer Sunrun ist das übrigens. Man muss sich vorstellen, hier duftet es ja so mehr oder weniger nach Meer und Sand und Düne. Und jetzt rennt hier so eine Horde an einem vorbei und man steht echt in so einer Schweißwolke. Und der ein oder andere von denen sah echt nicht mehr gesund aus. Sehr, sehr gequält sogar. Also da sollte man vielleicht mal abwägen, ob es der richtige Sport für einen ist. Ich laufe jetzt erstmal ein bisschen hier durch die Gegend, wie ihr seht. Temperatur ist jetzt um 11 Uhr schon ein bisschen angenehm. Und aufklaren, naja, noch nicht so wirklich. Aber jetzt sind die Blumen schon mittlerweile schön hier. Das war das letzte Mal auch alles noch nicht. Deswegen ist es immer was Neues. Jetzt kommt einmal die Seebrücke im Nebel. Ich gehe erstmal hoch. Aber man sieht eindeutig, dass das hier wesentlich aufgewühlter ist als das letzte Mal. Da konnte man den Grund sehen und jetzt, ja, man sieht nichts mehr. Und davon eine Menge. Aber trotzdem sehr schön. Während ich jetzt gerade hier über die Seebrücke gehe,
mehr in diesem Dunst oder Nebel, merkt man schon sehr deutlich die Feuchtigkeit in der Luft. Aber es ist total angenehm. Es ist so ein bisschen wie Dampfbad, bloß 20 Grad kühler oder auch 30 Grad. Aber man hat die ganze Zeit so das Gefühl, es ist so ein bisschen, ja, wie so ein Luftbefeuchter mit leichter Salznote. Wahrscheinlich nicht so sehen. Aber man sieht so einzelne Feuchtigkeitsschwaden so richtig an sich vorbeiziehen. Ich hoffe, man versteht mich jetzt trotz des Windes ganz gut. Ich stehe jetzt hier an der Seebrücke und hier zu dieser Seite, das ist eine Tauchglocke. Da kann man für 9 Euro, glaube ich, als Erwachsener für circa 30 Minuten mit so einer Tauchglocke hier unter Wasser gehen und das Ganze beobachten. Finde ich schon sehr interessant. Also ein Stück weiter zurück, damit man das besser sieht. Das Ganze ist da oben wie so ein Pilz. Schon klasse gemacht. Leider bei Wellengang nicht möglich, sonst würde ich das gleich mal ausprobieren. Aber ich bin ja noch ein paar Tage hier. Und so sieht es vom Ende hier der Seebrücke aus Richtung Grömitz selber. Also man erkennt nahezu nichts. Ich habe eher das Gefühl, der Nebel wird dichter, als dass sich das aufklart. Aber angeblich soll es ja noch werden. Ich gehe jetzt aber erstmal zurück Richtung Promenade, weil hier draußen mit dem Wind ist schon recht frisch am Kopf. Und selbst meine Brille ist komplett beschlagen. Ja, ich bin jetzt auf einem Weg noch bei dem Aldi hier in Grömitz vorbeigegangen und habe mir hier mal so einen fertigen Salat geholt. Den hatte ich vor kurzem schon mal und war davon recht angetan. Für mal eben so zwischendurch als Mittagsmahlzeit, weil ich zum Frühstück doch reichlich hatte, wo ich hier angekommen bin. Wenn man müde ist, isst man immer ein bisschen mehr, habe ich so das Gefühl. Und das ist jetzt so eine fertige Packung mit Käse, Ei, eine Gabel. Ja gut, die Gabel ist über. Da habe ich ja mein eigenes Besteck mit. Und so ein fertiges Dressing, in diesem Fall French. Wie gesagt, mir schmeckt das Ganze ganz gut. Und da ich heute noch keine Lust habe, hier groß irgendwas zu kochen, oder sonstiges, kann man so für 1 Euro und ein bisschen so einen Salat ruhig mal holen, glaube ich. Die sind auch immer relativ frisch, finde ich. Also nichts wie irgendwie so Trockenblätter, sondern schon noch knackig alles. Die Soße schön dabei. Ja, duftet auch noch gut. Dann nehme ich den Deckel immer dazu. Mache das Ganze noch mal zu und dann wird geschüttelt. Ich habe erst überlegt, mir noch Mozzarella dazu zu holen, den noch klein schneiden und dabei packen. Aber hatte ich heute auch keine Lust zu. Bin jetzt so meine ersten 10 Kilometer gelaufen hier oder gegangen. Das war schon ganz okay. Langsam klart es auch auf. Man fühlt die Sonne, also es geht schon definitiv ohne Jacke. Ich werde mir gleich T-Shirt und kurze Hose noch anziehen und dann mal sehen, was der Tag noch so hergibt. Aber jetzt wird erstmal gegessen. Lecker. Also, bis gleich. Und so sieht das Wetter ungefähr 2 Stunden später aus. Ich werde jetzt da hinten erstmal zu einem Strand gehen, wo keine Strandkörbe sind, also ein sogenannter wilder Strand. Und nach der anstrengenden Anreise, also nach der Nachtschicht, es hat doch ganz schön ein bisschen geschlaucht. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr mal hier hinfahren wollt, zwischen 0 und 6 Uhr sind die Straßen echt schön frei. Alles davor und danach könnt ihr vergessen.
Das nur mal so als Tipp am Rande. Aber nichtsdestotrotz, ich werde mich da jetzt erstmal ein, zwei Stunden hinlegen. Wie gesagt, viel lesen, ein bisschen runterkommen. Dafür macht man ja so einen Urlaub. Und alles Weitere seht ihr dann. Ja, Leute, ich bin vom Strand und vom weiteren Laufen zurück. Strand habe ich gar nicht lange gemacht, weil es doch relativ windig ist. Es ist zwar warm, aber nicht so, dass man gut da liegen kann zum Lesen oder zum Entspannen, sage ich mal. Deswegen bin ich dann weiter gelaufen. Hatte natürlich die Kamera dann nicht mehr angemacht, weil die Ecken hier kennt ihr ja alle schon. Und das war's für heute auch. Ich habe jetzt gerade zu Abend gegessen. Eben ein paar Schnittchen mit Leberwurst. Und morgen gibt es dafür dann ein bisschen abwechslungsreicher eine Radtour. Da zeige ich euch dann wieder mehr. Aber für den ersten Tag sollte es das gewesen sein. Ich werde jetzt nach dem Essen, beziehungsweise Essen habe ich ja fertig schon, noch ein bisschen über die Promenade laufen, Land und Leute genießen und würde sagen, macht's gut, bis morgen. Euer Markus.